Die Spargelzeit ist für viele Feinschmecker die schönste Zeit im kulinarischen Kalender. Doch viele kaufen das weiße Gold, ohne sich Gedanken über die Erntehelfer zu machen. Ausländische Saisonarbeitskräfte sind häufig von Ausbeutung betroffen. Denn sie können kein Deutsch und die Felder, auf denen sie arbeiten und ihre Unterkünfte, sind oft im Nirgendwo. Die Beratungsstelle Faire Mobilität des Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt, kurz KDA, kommt vor Ort und hilft in der jeweiligen Muttersprache. Der Sozialberater George Chneda spricht zum Beispiel Rumänisch. Wir hatten letztes Jahr 2 Fälle. Die sind nach 2 Monaten mit 4 Euro nach Hause gegangen. Das finde ich ein bisschen krass. Wir konnten leider nichts machen, weil es war sehr kurzfristig. Aber das haben wir uns bemerkt und wir kennen den Hof und die Mitarbeiter dort. Der Hof ist schon groß, es ist Hof. Der Mann hat ganz viele Gelände, auch in Bruxall und Handschuhsheim, Dossenheim, Schriesheim, Ladenburg. Und das merken wir, was die dort machen, und in Zukunft dann wissen wir Bescheid, wo wir hingehen sollen, also fahren für die Aktion. Die rumänischen Arbeiter, die wir heute bei der Spargelernte antreffen, sind alle sehr zufrieden mit ihren Arbeitsverhältnissen. Einer kommt schon seit über 18 Jahren, immer zum gleichen Spargelbauern, sagt er. Die Voraussetzungen seien gut. Er und seine Kollegen bekommen den Mindestlohn. Die Unterkunft ist okay und nur wenige hundert Meter von den Feldern entfernt. Wir fahren weiter und treffen noch ein paar polnische Arbeiterinnen und Arbeiter auf einem Rhabarberfeld. Auch hier scheinen die Arbeitsverhältnisse okay zu sein. Oft beginnen die Probleme erst im Krankheitsfall, weiß die Beraterin Alexandra Grubelna. Also wenn sie aus dem Ausland kommen, gibt es auch Probleme mit der Krankenversicherung. Und auch wenn sie schon in Deutschland erkranken, dann sowieso mit der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Und auch wann passiert dann mit der Person, ob wird die dann auch hier weiterhin betreut oder wird sie auch zum Beispiel fristlos gekündigt. Während des Außendienst informieren die Mitarbeiter der fairen Mobilität nur. Arbeits- und sozialrechtliche Beratung findet im Büro statt. In der kleinen Zweigstelle in der Mannheimer Innenstadt treffen wir heute Cornelia Popper. Sie ist schon seit 3 Jahren in Vollzeit als Reinigungskraft fest angestellt. Jetzt hat die Firma ihr plötzlich eine Änderungskündigung geschickt. Ich arbeite in Heidelberg in einem Hotel. Im Moment weiß ich aber gar nicht, ob ich überhaupt noch eine Arbeitsstelle habe. Mein Arbeitgeber hat mir eine unseriöse Kündigung geschickt. Und ich bin heute zur Beratungsstelle Faire Mobilität gekommen, um zu sehen, was ich machen kann. Aneta Trufan ist Sozialberaterin und hilft Frau Popper in ihrer Muttersprache Rumänisch. Zum Glück hätte die Firma immer schriftlich geantwortet. Das macht die Beweislage einfach. Die studierte Juristin sieht gute Chancen für einen fairen Vergleich. Das Gericht scheuten beide Seiten gleichermaßen, sagt sie. Wir beraten, aber wir auch begleiten oder wir agieren oft auch als Mediatoren zwischen Arbeitgeber und Ratsuchende. Also nicht offizielle Mediatoren, aber ich glaube, dass bevor wir irgendwie rechtliche Schritte oder zum Gericht gehen, es ist immer wieder gut, einen Arbeitgeber zu kontaktieren und um zu erklären, dass man kann doch eine außergerichtliche Lösung finden und es ist für beide Seiten viel besser. Die Mannheimer Beratungsstelle ist neben der Stuttgarter eine von 2 in Baden-Württemberg. Die Mannheimer Niederlassung ist für das gesamte badische Land zuständig. Hin und wieder arbeiten beide zusammen, wie etwa bei der Beratung von Erntehelfern, erklärt Renate Zeckel. Sie ist die Leiterin der fairen Mobilitätsstelle in Mannheim. Das Wort Mobilität im Titel verrät, dass hier vor allem Menschen beraten werden, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, um hier für eine Saison oder ein paar Jahre Geld zu verdienen. Die Themen sind sehr vielfältig, von der Landwirtschaft, Industrie bis Fleischindustrie. Wir beraten auch Menschen in den Arbeitsfeldern wie Thema Pflege, also die Betreuungskräfte. Frauen, die als Betreuungskräfte nach Deutschland kommen, die kommen aus hauptsächlich aus Rumänien und Bulgarien. Früher war es so, dass ganz viele Polinnen gekommen sind, aber auch in diese Branchen sind so, es wandelt sich ja auch. Die Beratungsstelle in Mannheim wird zwar von der Stadt, dem Land, der EU und durch Spenden finanziert, gehört aber zur Evangelischen Landeskirche in Baden.
Für Renate Zeckel ist sie dort genau richtig angesiedelt. Ich finde, dass gerade die Kirche sich aus sozialen Themen nicht rausziehen. Es ist sehr wichtig, dass sie weiterhin präsent bleibt bei den Menschen und bei den wichtigen Themen. Auch viele Lkw-Fahrer arbeiten oft unter den widrigsten Bedingungen, dürfen keine Pausen machen oder müssen im Lkw schlafen. Gute Arbeitgeber, erläutert George Chneder, reservieren für ihre Fahrer Hotelzimmer. Die wenigsten wissen außerdem, dass sie einen Anspruch auf den gesetzlichen deutschen Mindestlohn haben, wenn sie Waren durch Deutschland transportieren, auch wenn sie im Ausland angestellt sind. Wenn die Firma im Ausland angemeldet ist, dann zahlen die, was sie im Ausland bekommen, aber nicht, was sie in Deutschland bekommen sollten. Und dann, das ist am meisten, was die Probleme, die haben. Heute ist nicht viel los an der Raststätte Hockenheim. Wir brechen auf, wollen noch ein paar Spargelfelder abfahren. In Zukunft soll es ein faires Mobilitätssiegel für Saisonbetriebe geben, die alles richtig machen, erzählt George Chneder. Dann können Spargelliebhaber mit gutem Gewissen genießen.